Herzlich willkommen. Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und in dieser Podcast-Videoreihe soll es darum gehen, wie Versicherungsgesellschaften, Versicherungsmaklerpools und andere Dienstleister ihren Service verstehen. Leider habe ich heute schon wieder eine schlechte Nachricht von der Janitos-Versicherung. Über diese hatte ich erst vor kurzem ein kurzes Video gedreht. Jetzt dreht die Janitos Kfz-Abteilung anscheinend komplett durch. Im Oktober diesen Jahres, also vor ein, zwei Tagen, erhielt ich eine Nachricht, dass die Janitos Kfz-Versicherung mehrere meiner Kunden zum Ablauf dieses Jahres die Kfz-Versicherung kündigen möchte. Ich habe mir daraufhin ein bis zwei Kunden herausgepickt und angesehen und festgestellt, dass diese Kunden seit über 30 Jahren keine Schäden in ihrer Kfz-Versicherung verursacht haben, eine Deckung mit Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko aufweisen, ganz normale Autos fahren, so wie Golf oder Renault Kangoo, und keine besonderen Tarife bei Janitos abgeschlossen haben. Diese Verträge werden ohne Begründung zum 31.12.23 gekündigt. Wir als Vermittler, als Makler bekamen diese Informationen vorab, damit wir so tun können, als würden wir die Verträge kündigen, damit der Kunde leichter bei einer anderen Versicherung unterkommt. Es ist nämlich so, wenn eine Kfz-Versicherung vom Versicherer gekündigt wird, muss man dies bei der neuen Versicherung angeben. Und man hat es sehr schwer, dadurch einen geeigneten Versicherungsschutz zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Ich habe aufgrund dieser Information bei Janitos angerufen und nachgefragt, ob das wirklich ernst sei. Und man hat mir gesagt, ja, es gibt gerade eine Sanierung der Kfz-Sparte. Was allerdings niemand weiß und was mir völlig unklar ist, ist, warum Kunden, die seit über 30, fast 40 Jahren keinen Schaden hatten und der Versicherung nur Geld einbringen und keine Leistung abfordern, gekündigt werden. Ich nehme an, dass der Algorithmus, der die Auswahl für die Kündigung der Verträge trifft, von dem Programmierer einfach schlecht erstellt ist und die Mitarbeiter nichts dagegen tun können. Ich finde, dass dieser Service bzw. dieses Vorgehen eine bodenlose Unverschämtheit ist, mit Service nichts, aber auch gar nichts zu tun hat, und rate jedem Vermittlerkollegen und auch jedem Kunden, der dieses Video sieht, bei der Kfz-Versicherung von Janitos keine Verträge abzuschließen. Es könnte natürlich auch sein, dass die Janitos ihre Verträge bereinigt, um das Kfz-Geschäft dann abzustoßen und an ein anderes Unternehmen zu verkaufen. Was natürlich auch noch sein kann, ist, dass der Mutterkonzern, die Gotha-Versicherung, dieses Vorgehen verordnet hat, weil eventuell die Schadenquote von Janitos gesamt sehr schlecht ist. Aus meiner Erfahrung hat die Gotha in den letzten drei Jahrzehnten schon öfters Dinge getan, die der Markt nicht nachvollziehen konnte. Und somit könnte ich mir vorstellen, dass es dieses Mal wieder genauso ist. Liebe Kollegen, liebe Autofahrer, die bei Janitos versichert sind, oder auch alle, die sich dieses Audio-Video anhören, ich möchte Sie bitten, dass Sie diese Information so weit als möglich verbreiten, um den Kunden, aber auch den Vermittlern diese Arbeit, die damit zusammenhängt, zu ersparen und auf den unterirdischen Service von Janitos Versicherung
ihren Kunden gegenüber hinzuweisen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zusehen, fürs Weiterverbreiten, fürs Kommentieren. Und wenn Ihnen diese Information einen Nutzen gebracht hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Das war wieder Ihr Klaus Echtler mit einer kritischen Anmerkung zu einem Thema bei Versicherungen, wie es eben nicht sein sollte und wie es niemand gerne erlebt. Herzliche Grüße und auf bald, Ihr Klaus Echtler.